Was? Was? Als wenn da jemand rausgeworfen wurde! Da ist er. Hi. Herzlich willkommen hier heute mal wieder, meine Damen und Herren, zu einer neuen Episode. Luca reagiert auf Too Hot to Handle, unsere Lieblingssendung. Ich glaube nicht. Neuer Tag. Paradies. Er ist auch so frech, dass sind immer tausende Szenen aus diesen Dings einblenden und ich sitze hier mal am Verrecken. Halt der Maul. Du bist so witzig im Schlaf. Du hattest ein Selbstgespräch über persönliche Weiterentwicklung. David hat im Schlaf geredet. Und, hast du? Ja. Und woran siehst du, dass du dich weiterentwickelt hast? Ja, klingt genauso wie bei mir nachts. Was hat dir geholfen, dich weiterzuentwickeln? Das Aufstehen, diese Bambusdinger, die wir vorhin hatten. Geht's dir gut? Vielleicht die falsche Show, in der du da gerade dabei bist. Mich überrascht, dass ich nicht ständig in Versuchung bin. Aber ich weiß ja, dass ich nicht darf. Aha. Ich verstehe nur Bahnhof. Oh! Was geht jetzt ab? Hallo, Matthew. Hi. Wie geht es dir? Gut. Ich heiße nicht Matthew, Luca. Ich habe viel über mich gelernt und ruhe jetzt noch mehr in mir selbst. Aber was mir an dieser Erfahrung fehlt, ist der Aspekt der Versuchung. Schöner Blick, Jesus. Was mir an dieser ganzen Sache fehlt, bin ich. Mit Francesca. Der übrigens auf Instagram geschrieben. Wie es ja so geht, jetzt nach dem Breakup. Keine Antwort bisher. Es gibt hier niemanden für mich. Und dieses Teil fehlt mir zu meinem Puzzle. Oh. Ach so, oh, das ist sein Problem. Er redet hier gerade davon, dass ihm dieses Sache gar nicht so richtig schwer vorkommt, weil er dort auf niemanden steht. Und dann ist es natürlich nicht schwer, dieser Versuchung standzuhalten, wenn die Versuchung gar nicht da ist. Okay, das ist natürlich krass. Sei aufgeschlossen und denk daran, wie weit du schon gekommen bist. Okay. Ja, danke. Denk immer dran. Und jetzt noch einen Roboter küssen. Von hinten könnte es auch Chloe mit dem Bademantel sein. Was Chloe bei mir fehlt, ist dieses verbale Hin und Her. Er kann weder labern noch flirten. Und das stößt Chloe ab. Das hat Chloe schon so gesagt, oder wie? Also Chloe ist ja unsere Lampe und sie wollte eigentlich was von Bryce. Nach dem Kuss hat sie allerdings gemerkt, nee, irgendwie doch nicht. Der ist doch nicht so cool, der kann nicht richtig quatschen, der kann nicht richtig flirten, aber er hat ein Boot. Und hat niceen Scheiß, der Bryce. Bryce scheint nicht in diese Kategorie zu passen. Aber vielleicht urteile ich auch zu schnell. Der ist doch so ein Edelproll, oder? Es ist so komisch ohne Hayley. Hayley? Ist nochmal. Ah, Hayley ist die, die alles und jeden hasst. Ach ja, ganz vergessen. Wisst ihr noch Hayley? Ja. Ja, die. Ja, eventuell die hat hasst. Lana sie gestern rausgeschmissen. Was? Was? Als wenn da jemand rausgeworfen wurde. So völlig random aus dem Nichts. Vermisst ihr Hayley? Ja. Ja, die wurde übrigens rausgeschmissen. Hä, komm, was? Und jetzt sind wir... In der letzten Hayley, Nacht? Hayley, ich habe dein bisheriges Verhalten hier bewertet. Okay. In puncto positive Auswirkungen auf die Gruppe als Ganzes. Ach du Kacke. Darum geht's. Ja, Hayley hat irgendwie bisher so am allerwenigsten gelernt. Die ist mit niemandem so richtig klargekommen. Die hat alle irgendwie gehatet. Dann hat sie auch noch absichtlich die Regeln gebrochen, nur um den anderen eins auszuwischen. Also ich kann's verstehen, Lana. Ich bin voll auf deiner Seite. Es ist ein Roboter, mit dem ich mich hier gerade unterhalte. Luca, ich sollte mein ganzes Leben nochmal überdenken. Ich muss überhaupt nichts verbessern und Lana ist mir echt egal. Hast du versagt? Oh. Und sie grinst dann auch so schelmisch. Ist das so eine richtige Person? Ich will dir nicht zu nahe treten. Vielleicht ist es auch eine Rolle, die du spielst in der Serie, aber die andere Leute früher gemobbt hat. Und daran dann Spaß hatte. So kommt die Hayley auf mich rüber. In puncto Befolgen der Regeln. Habt ihr geknutscht? Nein, haben wir nicht. Hast du versagt? Ja. Ja. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Raus mit dir, weg, komm, Big Mac. Deine Zeit im Resort ist vorbei. Nee. Ach du. Der einfach... Ihr seid doof. Was? Jessica heult. Also, dass die jetzt rausgekickt wird, hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Ein passendes Ende. Danke. Danke dir. Mann, Lana, du bist ein brutales Stück Plastik. Jetzt. Sie wird einfach... Und sie geht einfach so.
Sie kriegt jetzt kein Geld, hat nichts gelernt. Einfach nur, komm, verpiss dich, Hayley. Ich fand, die war immer noch so ein Duff, so in der Gruppe drin. Es war unterhaltsam, aber vielleicht kommen jetzt auch neue Leute. Alles ist möglich. Okay. Ja. Auf Hayley. Auf Hayley. Auf Hayley. Die stoßen jetzt mit ihren... Die haben gerade mit ihren Schminkutensilien angestoßen. Ja, guten Durst euch. Heute Morgen lag etwas in der Luft. Es war... Lebensfreude. Ja! Hayley, du wirst schon mega vermisst von der Truppe. Glaubt ihr, es kommt jemand Neues? Ja, das glaube ich halt auch. Witzig, dass du fragst. Lana, meine kegelförmige Freundin, übernimmst du? Ey, wenn wirklich eine neue Person kommt, dann wird's eine geile Folge. Auch wenn es mich betrübt hat, Hayley gehen zu sehen, gibt es genügend andere schambeeinträchtigte Beziehungsphobiker, die meine Hilfe dringend nötig haben. Oh, es kommt wirklich eine neue Person. Ey, jetzt bin ich aber gespannt. Und hier kommen auch schon ein paar Exemplare. Ein paar Exemplare? Exemplare. So habe ich mir das gedacht. Eingeölte Singles, ahoi. Warte mal kurz. Können die sich jetzt aussuchen, wer dazu stoßen soll? Oder kommen alle drei? Kommt nochmal eine ordentliche Gruppendynamik rein. Jungs, seht ihr das Boot? Nee, sind alle blind. Chloe. Was? Komm jetzt im Ernst auf so ein Boot angereist. Ich hol mein Fernglas. Ja, hol mal dein Fernglas. Ach, perfekt, er hat's ja schon. Ich bin Nummerngirl beim Boxen. Ich liebe es. Weil er sich gut anfühlt. Keiner sollte sich dafür schämen. Aha. Sie ist ein Nummerngirl. Meins. Ihr habt schon mega viel gelernt in der Show, Leute. Ich bin Wassertechniker, Teilzeitmodel, Selfie-King und ein Bad Boy. Wassertechniker und Teilzeitmodel? Sag dem Neuen nicht, dass ich dumm bin. Nee. Mache mal nicht. Machen wir nicht, Hayley. Du kriegst ja auch gar nicht. Hayley vor allem. Ey, dass ich nach 6 Folgen noch immer nicht die Namen drin habe. Ich bin Model und Stylistin. Ich bin nur aus einem Grund hier. Männer. Finde ich jetzt nicht so modelmäßig. Also klar, es ist immer so Geschmackssache und es ist ja auch verschieden und bla bla. Aber ich finde jetzt so, sich da vorzustellen, von wegen, ich bin Model. Und ich bin nur hier wegen den Männern. Ist auch ein bisschen komisch in so einer Serie, oder? Ich pfeife auf die Regeln. Was sollen wir tun? Zeitung lesen? Außer ihm. Also. Ich mach, was ich will. Die sind echt gut eingestellt auf die Sendung. Es ist so wie wenn. Genau. Es ist so abgef***. Ja, kann ich mir vorstellen. Wir sind am Arsch. Ich weiß nicht, warum die am Arsch sind. Das ändert die Gruppendynamik. Das habe ich auch schon gesagt, Nicole. Wir verstehen uns, aber. Ich würde dann doch lieber eher Francesca, wenn du dann irgendwie... Nein! Lydias Augen sind mir sofort aufgefallen. Die sind der Wahnsinn. Die stellen sich alle hier vor. Ein weiterer Test von Lana? Ja, stimmt. Das ist einfach ein Test, ne? Ey, die werden halt auch immer mehr Leute. So eine Person geht und es kommen 3 neue dazu. Spätestens in 2 Folgen ist die ganze Anlage da voll. Meine Chance zu zeigen, wie ernst es mir mit Rhonda und meiner Weiterentwicklung ist. Ja, sie ist positiv, Diggi. Sehe es positiv. Willkommen in unserem Resort. In eurem Resort wahrscheinlich. Das gehört euch. Ihr seid alles unwissende Idioten. Ich weiß, dass es zu Situationen kommen wird, die mir nicht gefallen. Aber wenn wir uns einig sind und miteinander reden, wird alles gut. Ja. Ich würde auch die 3 neuen Leute einfach so direkt einweisen von wegen, hey, wir sind wirklich hier, um was zu lernen. Wir wollen hier wirklich nicht die Regeln brechen. Ich weiß, das haben wir schon gemacht und so weiter und so fort. Aber bitte haltet euch auch daran. Ob das schlussendlich alles so eingehalten wird, sei mal dahingestellt. Das gibt Ärger. Lydia ist voll mein Typ. Mhm. Dunkler Ton, dunkles Haar, schöne Augen. Mhm. Ich würde sie sofort küssen. Ich glaube, die werden noch eine Menge Geld verspielen in den nächsten 1-2 Folgen. Also, was ist euer Typ? Groß, gute Zähne, das war's. Ich stehe auf hübsche, gut gebaute Mädels, die labern können. Die labern können? Die eine steht auf Zähne, der andere Typ steht auf Mädels, die labern können. Oh mein Gott, wenn er auf Mädels steht, die labern können, dann ist er bei Hayley leider... Bei Chloe, unserer Lampe ist auf jeden Fall eine richtige Adresse, meine ich. Die quatscht ja Tag und Nacht. Aber immer nur Scheiße. Kennt ihr diese Leute, die früher auch so immer sich gemeldet haben im Unterricht und die haben einfach keinen Beitrag geleistet?
dem einfach nur das wiederholt, was die Person vorher gesagt hat und dann nochmal in eigenen Worten und dann so ein bisschen drumherum und ein paar Adjektive mit dran und so. Dann haben sie trotzdem nachher eine bessere Note bekommen als man selbst. Claudia, I see you. Bryce sah mich an. Ich wusste nicht weiter. Sie ist hier mein Mädel. Bro, du bist aber nicht ihr Typ. Also, ich weiß, ich glaube wirklich zwischen Bryce, dann diesem neuen Corey und zwischen, hey. Ich habe keinen speziellen Typ. Ich brauche nur eine spirituelle und intellektuelle Verbindung. Matthew! Unser Jesus! Mehr nicht. Ey, Wahnsinn! Ich freue mich! Ich freue mich. Die neuen Kandidaten bringen auf jeden Fall frischen Wind in die ganze Gruppendynamik. Ich glaube, Matthew, also hier unser Jesus, wird sich jetzt auch endlich willkommen fühlen in dieser Sendung. Und ich glaube, dass zwischen Bryce und Chloe auf jeden Fall da wird es ein bisschen kriseln. Das Ganze schauen wir uns aber in der nächsten Episode. Luca reagiert auf Too Hard to Handle, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Folgt mir auf Instagram, dass Francesca mich vielleicht dann irgendwann auch mal sieht. Hab auch die Tage ein neues Bild hochgeladen. Könnt ihr gerne mal liken. Nö. Jetzt befinden wir uns allerdings auch im Outro, meine lieben Freunde. Wenn ihr noch kein Teil der Luke Crew seid, also meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann klickt mal hier oben auf den Smiley drauf. Es ist kostenlos und ihr verpasst keine Videos mehr. Und wenn ihr schon Abonnent seid, dann klickt auf die Glocke. Denn dadurch bekommt ihr eine Benachrichtigung, sobald ich was Neues hochlade. Unter anderem meine Too Hard to Handle Reactions, wo hier meine letzte Reaction darauf verlinkt ist. Falls ihr noch nicht gesehen habt, klickt das gerne an. Go ahead, guys. Tschüssi.